Schade, die Federn hätte ich gebrauchen können. Oh, das wird geil. Das wird hier schön, ja. So. Gut, da bauen wir noch ein paar Planken. Nee, bau du erst mal da vorne dieses Bergrumgedöns, was du da gebaut hast. Bitte? Was, was? Was soll ich bauen? Warte. Komm bitte. Was? Du hast doch hier so diesen, da wo du jetzt stehst. Ja. Das hätte ich gerne symmetrisch, propetrischer noch hier. Ah, ja, ja, ja gut. Moment. Wenn meine Frau das will, dann mache ich das. So gehört sich das. Na, 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 na. Und schenkt der Haus wegen schief, das kann ich da sagen. Oh ne, bitte nicht. Da muss ich nochmal im Holzboden schlafen, die Nacht. Zack. Solange du nicht auf meiner Seite schlafst, ist alles gut. Achtung! Achso, das ist Virginia. Ich hab gedacht, da kommt der Angriff. Achtung, Klatsch, ein Ivakzo! Mhm. Du hast mich überall nicht rangelassen! Bäm! Ich brauch Stämme. Ich brauch Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Aber pultiert. Holzi, Holzi, Holz. Achtung! Kajang! Noch nicht. Hopp. Yeah! Oh Gott, doch, es sieht gut aus. Das wird pervers. Das könnte mal langsam. Ich gehe mal wirklich an den Strand gucken jetzt. Lass mir wirklich jetzt Schildkröten verpassen. Das wäre ziemlich mies. Der die ganzen Baumstämme hinter Kelvin da unten. Ja, der legt die Alter an die Kant. Ich kann ihm leider keinen Sammelplatz vorschlagen. Warum nicht? Ich mach's doch bei mir auch. Die dirigiere ich. Und dann bin ich nett. Dann heere Männer leider nicht immer. Deswegen schreie mir echt nur immer an. So, ich gehe jetzt mal. Ne, der da wächst noch. Der ist noch im Wachstum. Das ist auch nicht. Wir müssen mal weiter rennen. Wenn wir den Boden gelegt haben, gehe ich mal runter an den Strand gucken, ob da jetzt Schildkröten rumhausen. Wahre Liebe gibt's nur an der Männer. Deswegen ist meine Frau hier auch guter, stramm gebauter, dunkelhäutiger Mann. Geht's rund oben zum Wald, sah nicht Eich. Stars. Boah, Boxed by Mana Medleon. Vielen Dank. Ich hatte dabei richtig Schuddel, den Namen zu lesen. Vielen Dank für dein Follow. Aber so richtig, Manchmal bist du Achorn, echt. Wer? Warum? der Typ, den ich bin. Also der ich. Achso, du. Der ich. Kelvin ist der Geilste, Kelvin ist der Beste. Kelvin ist mega, Alter. Bestes Teammitglied. Ich liebe den Kelvin. Wenn du deine Fische fangen lässt, das ist ja pervers. Der rastet komplett aus mit seinen Fische fangen. Könnt die Bäume allerdings. Ob man den Arm machen lassen kann? Nee, nur was in der Nähe ist. Guck mal, da unten liegen lauter Baumstämme. Der Geile, weil er sie hier an die Klippe legt. Weil er sie alle bei die Klippe schmeißt. Da unten liegen lauter Baumstämme, da schwimmen sie. Ich liebe den Kerl. Ey, komm, er ist ein ganz schönes Arbeitstier, ja? Das ja, ja. Er ist nicht der Hellste, aber macht ganz schön was weg. Ja, genau so. Gut, da unten liegen sie alle gar die Baumstämme. Das sieht, ich weiß nicht, aber. Guck mal, wie viel. Guck mal, die liegen alles voll.
Der Geile, Alter. Okay, deswegen haben wir keinen Bäume mehr. Die Kelvin sammelt sie und schmeißt sie ab über die Jordan. Schmeißt du die Klippe, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nehm einfach Bikini Bottom und schiebe es woanders. Oh, der gute E. Schmeißt sie alle weg. Ja, ich sah nix. Ich sah nix zum. Er ist so ein bisschen empfindlich. Ja, ich wollte gerade sagen, der Herr ist aber Leidenschaft nämlich. Ein richtiger Kelvin. Ich schon, jetzt guckt er schon. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Jo, lass ihn mal ausruhen. Der Gute. Der guckt gerade so freak im T-Shirt. Und so hast du Gebäudeschaden aus. Bist du sicher? Ja, honey, ich. Oh, na. Oh, 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 oh. Ja. Ah. Bist du sicher? Ich weiß es nicht. Ich gucke noch irgendwo. Strukturschaden ist aus, ja. Ich brauche die Axt. Die andere Axt. Die stärkere Axt. Der Elektroschocker. Jetzt geht's hier ab. Komm her. Der schlägt den Kelvin kaputt. Nix da, jetzt gibt's hier Lack. Ja, das sind. Der kann Muay Thai, der Ene. Pass auf. Und du guckst das. Alter, was? Warum schockt der nicht? Heil mich mal gerade irgendwie, wenn es möglich ist. Ich habe mit dem Elektroschocker noch keine Erfahrung. Hol die Pistole! Mach doch ein Pistol! Jetzt reicht's, Alter. Oh, hat mich gerade schon wieder niedergemacht. Flüchter! Warte auf den richtigen Moment! Zurück. Hast du auf viel Zeit? Schatz. Meine Frau hat sie alle niedergemacht. Ja, mit der würde ich mich nicht anlehnen. Schere nicht umsonst auf die. Komm her, was haben wir noch? Ich kann die Treppe gehen und ich piekse einfach von hier oben ab. Sau geil. Boah, ich würde gerne Molly schmeißen, aber ich weiß nicht, ob er dann die Boot abbrennt. Aber ich glaube nicht. Oh, ich müsste da Feuer anzünden. Okay, du hast es geschafft. Oh ne, der lebt noch. Komm, ja, das ist doch der Irre. Für den Spaß. Der Irre kann Treppe gehen. Ja, das tut gut. Attacke! Du kannst mir bei der Beklopfte helfen. Der dicke kann aber keine Treppe laufen. Mach den kaputt! Ja, die rote Kette kennt Treppe. Die rote Treppe. Das macht keinen Sinn, aber es beginnt. Wie er hängt. Wie er hängt, wie er guckt. Ach, der lebt. So ah, der will sich gut inschlagen. Der Gebäudeschaden ist aus. Mir baut zu mehr. Tut mir leid, Kumpel. Nix doch. Herr Treff, nicht nett. So, dann machen wir ein Feuer, dann machen wir uns gerade ein paar Knochen für die Knochenrüstung, würde ich sagen. Hab sie alle niedergemacht. Der Dicke kann keine Treppe laufen. Go Spectre 223. Oh, die haben Beutel verloren. Die Dicken verlieren die Beutel. Da ist immer lauter geiler Loot drin. Ja, die Dicken sind von der Warte her praktisch, ne? Kriegst so Klebeband und so ein Scheiß wieder. Oh, hier liegen überall Knochen, saugeil. Ich kann die nicht hochheben, die sind zu fett. Oder? Nee. Und. Okay, deswegen sind die so angepisst. Die haben einen kleinen Eidechsen-Nippes vorne. Wärst du auch traurig? Wär ich auch rot und wird machen. So, weiter im Text. Ah, ich wollte die Axt. Boah, ich muss mich unbedingt heilen. Alter, gesehen, wie viele Schiene da gemacht haben, hä? Ja, du hast das ganze Ding gerissen, das muss ich da lassen, ey. Das hasche. Also, kann aber bitte kurz honorieren, wie souverän ich diese Situation gemeistert habe. Du hast das ganze Ding eiskalt gerissen. Bloß, dass ich Kelvin, Virginia und dich geheilt haben. Da kommt da nochmal, wir bitte Baumstämmen. So, mal machen den Boden jetzt noch, wie gesagt, und dann gehe ich mal runter und gucken, ob ich Schildkröten finde. Ja, ich muss dann langsam Essen suchen. Ja, ich habe noch Feldrationen und so ein Scheißdreck. Hast du das? Aber ja, okay. Ja, habe ich auch noch, aber die hebe ich mir eigentlich immer gern auf, weil die nicht zu den anderen zähle.
Ja. Ne, weil die auch nicht zu den drei Fisch oder drei Fleischzähne. Achtung! Au ab! Ich hatte schon nochmal einen mitgrillt, Mann. Mann, bis der die Waffe gewechselt hat. Okay. Ja. Betteln bringt nichts. Niemand legt sich mit meinem Mädchen an. Ja, angefangen. Ab aufs Feuer. Brauchst jetzt gar nicht auf Mitleid zu machen. Lo, zack, die Hasche. Knochen. Komm mal so und kloppe deine Frau nieder. Das geht ja wohl gar nicht. Sind verschämt, echt. Ich hab kein Barmstämme mehr. Kevin muss, Kevin, her bitte auf, um Himmels Willen. Da unten liegt alles voll. Kann ich mir Knochenrüstung craften? Geht das? Hab ich noch irgendwas? Hab ich noch Stoffe? Ich hab noch keinen Stoff. Ich kann... Was brauche ich dann? Seil und... Was ist das anders? Tape. Ich will die Knochenrüstung ist zu teuer, ey. Tape und ich wollte gerade sagen, mir ist die zu teuer. Ich... Tape ist so selten. Das ist mir noch zu viel. Ich loote in der Höhle wieder, Fetzig. Ich bin nur auf Nummer sicher gegangen. Boxt. Hä? Ich bin nur auf Nummer sicher gegangen, weil ich schon mal reingepiekst habe. Sicherheit nochmal angepiekst. Oder Leon. Boxt oder Leon? Da hinten. Boxt by named. By me named Leon. Leon? Leon? Ich überlebe mal noch ein Kürzel. Herr Leon, jawohl, Leon passt, das ist gut. Leon kann ich mal gut merken. Ja, Hunger. Ich guck mal, ob unten Schildkröten sind einfach. Es ist eh gerade. Mit dir. Niemand wollte dich hier. Aber das Futter könnte ich aber tatsächlich. Ach, haben wir noch irgendwas? Ich habe noch einen Rottenfisch. Rottenfisch, ne, den Rottenfisch essen wir nicht. Kacke, Rottenfisch ist nicht gut. Maggie, was los? Wenn ich gerettet hätte. Klebeband 9, obwohl ich könnte tatsächlich. Ja, das halt auch irgendwie kaum. Predige tut mich nicht. Das war das andere Seil. Ja, Seil 3. Das ist zu selten halt, ne? Ja, oder man muss wirklich mehr die Ureinwohner verärgern, damit man halt eben mehr Portemonnaies und so kriegt. Ja, in den Taschen, ne? Ja gut, ich habe noch einen Lederbeutel. Guck mal, was da drin aber ist. Dann verlierst du es halt immer. Für Rüstung finde ich es halt irgendwie witzlos. Ark habe ich nie gespielt, tatsächlich. Zwar viel Survival Games gespielt, aber Ark war nicht dabei. Ark 2 sieht sehr, sehr geil aus. Ja, das sieht richtig geil aus, Ark 2. Ich hab's nie gespielt, aber es sieht sehr geil aus. Aber vielleicht wäre Ark 2 mal eine Überlegung für mal mit inzusteigen, ne? Ich tanze so mit Dinosaurier, das ist bei Ark mein Problem. Ich bin jetzt so der Dino-Fan. Mich schreckt das ab, dass ich so... Weil das Bausystem in Ark sieht megamäßig aus. Ich weiß halt nicht, wie das funktioniert. Muss ich wirklich 12 Stunden lang mich um so ein Ei kümmern, dass ich dann einen Dino krieg oder so irgendwie? Das ist halt schon stramm, ne? Muss ich dann 12 Stunden am Stück live sind oder beziehungsweise zocken? Oder wie läuft das bei Ark? Ach, hier war die da, Musik. Ja, 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 das ist so ein bisschen, das schreckt mich so ein bisschen ab an dem ganzen System. Dieses Echtzeitprinzip, ne? Dieses Echtzeitprinzip, das würde ich nicht hinkriegen. Mein Lebens... Feldration. Oh, hier sind noch Feldrationen, die sind nochmal gerespawnt hier. Bei dem Kerl am Strand. Ah, okay. Ja, deswegen, das ist bei Ark, genau deswegen wäre das nichts für mich. Das krenne ich nicht hin, zeitlich. Ich muss ja... Nebenbei noch arbeiten und wir haben noch Familie. Das wird nicht klappen, dass ich mal 12 Stunden am Rechner verschwinde. Beide sind vorbei. Aber zählen ist leichter, also okay, man kann es also auch anders machen. Weil nice aussehen tut Ark, auf jeden Fall. Also. Yeah, Handgranaten wieder, geil. Also bei der Leiche am Strand, das respawnt wieder. Okay. Also lohnt es sich eigentlich nochmal hinzugehen, ne?
Wir haben die Woche 13 Stunden am Stick gestreamt. Da bist du ja hinterher am Matschen dafür. Ja. Ah, Ballauf, bist du ein Streamer? In. Hier damit! Komm her! Ah! Nein! Schade. Warum habe ich Feuerzeug an? Achso, ich wollte Schildkröten suchen. Das habe ich mich mal ablenken gelassen. Wie immer. Also ich glaube, die kommen erst im Sommer. Ja, oder Skeptken. Es gibt Schildkröten. Ich habe gelesen, die kommen gesehen? Im Sommer am Strand. Nee, aber wenn wir nicht im Sommer am Strand waren. Oh, ich kann sowas von gar nicht Bogen schießen. Pedern! Ja! Aber warum man das Fleisch dann nicht essen kann, das... Ah, doch! Und die Möwen kriegst du Fleisch von den normalen Vögeln nicht. Ah, der Schwächter streamt. Ah. Ah! Sie wollten noch weg, aber sie hat es nicht mehr geschafft. So, ich bring zwei Fleisch mit. Magst du Ananaspizza? Jetzt kommt's. Sieh, wie sieht's bei dir aus? Ananaspizza, ja oder nee? Ekelhaft. Ekelhaft. Und ich bin das Ying zu deinem Yang. Ich liebe Ananaspizza. Ekelhaft. Das Ying zum Yang. Ja oder nee? Ja oder nee? Ihr habt ja all keine Ahnung. Geiler Hawaii. Ja. Mm, yum, 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 yum. Nee. So, ich habe keine Schildkröten gesehen, aber ich habe da nicht lange gesucht. Ich habe mich jetzt ablenken gelassen nochmal. Ich gehe jetzt mal noch einmal da hin an den Strand. Wenn sie nicht kommen, dann da komme ich schon mal retour. Dann wird's eh Nacht und dann gehen wir. Dann. Was machen wir dann? Schlafen. Und dann bauen wir weiter. Ich würde noch gern Garten anlegen, irgendwas. Ne? Mal was hinfallen lassen da oben. Aber Schildkröten sehe ich jetzt hier noch keine. Der Flo. Jawohl, haben wir noch einer. Nee. Geht gar nicht. Ich kann aber kennen, so Schokoladensoßen auf Fleisch essen. Schokoladensoßen auf Fleisch? Ja, ich hab's schon probiert. Ekelhaft. Das hab ich jetzt nur das Süße. In Kombination mit Fleisch. Trifft das Deftige. Ich mag aber auch tatsächlich nicht, was ja viele Leute essen, ist, wenn sie so wild essen, mit so Preiselbeeren und so Gedöns. Ich bin so, wild bin ich kein so großer Fan davon, muss ich ehrlich. Ich bin da nicht so... Kommt drauf an, wild kann saugeil sein, wild kann saueklig sein. Ja, das ist mir... das schmeckt mir zu sehr nach Rinde, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Als würdest du so ein bisschen über den Waldboden lutschen. Ja, so manchmal, so, ja. Würdest du so am Baumstamm lecke. Ich verstehe, was du meinst. So, Emo, kurz. Mm. You taste good. Honigmarina, ja, da Honigmarinade ist geil. Spare Ribs, oh. Mm. Ja. Ah, ja, bitte. Oh ja, wart ab, wenn der Sommer wieder kommt. Mm, okay, mm, okay, ich nehm's zurück. Honigmarinade ist geil. Mega. Es gibt doch was Süßes, das geil ist in Kombination mit Fleisch. Ich nehm's zurück. So, ich habe hier keine Schildkröten gefunden, nicht eher. Oh, schön auf Schwenke, jawohl. Oh, oh. Mal nochmal den Schwenker angehauen. Jeden Tag Grille. Oh, nicht schon wieder Grille. Oh, man könnte heute mal nochmal was grillen, hä? Heute könnte man noch mal Grille. Oh, weil war schon mal ein bisschen abgehakt. Oh, wir haben immer Bärenzeit. Ich jetzt vom Mikro? Ja. Das ist öfter passiert, müssen wir mal kurz im Discord neu starten. Ja, ich wollte gerade sagen, dann müsste ein Discord-Fehler sein.
Ja, dann müssen wir kurz. Das ist ja bekannt, dass das ab und zu ist. Hat sich nichts verändert ansonsten. Sind wir in der Mobärenzeit? Komm mal gern pennen, es ist Nacht, es wird dunkel. Ich will nicht, dass es dunkel ist, das nervt. Ich würde sagen, das langt aber erstmal von der vom Grundriss her, oder? Das ist alles weg. Das ist alles weg. Nur in unserer gigantischen Hütte. Ah, ich hab noch Fleisch. Aber das kochen wir morgen, oder? Ja. Da sind noch Knochen. Sollen wir noch ein Knochenlager gerade bauen, damit die Knochen nicht despawnen? Ich weiß ja nicht. Oh, da war noch ein roher Fisch. Oh, egal, scheiß drauf. Ich würde die Lager lieber erst bauen, wenn ich weiß, wohin. Ja, okay, ja, aber ich. Ah, Knochen. Ah. Leg dich hin. Hey, Simon, mein Guter, seit wann streamst du um die Uhrzeit? Das war halt ein spontanes Ding. Das wird jetzt, wie gesagt, mit The Forest öfter passieren. Indie-Horror gibt's hier nur am Sonntag. Und so spontane The Forest Streams werden jetzt öfter kommen. Generell hat er halt zum Beispiel die Woche Nachtschicht. Das heißt, wir können nachts halt eben streamen. Genau. Deswegen kam jetzt spontan dieses, I don't stream immer halt jetzt. Ich war heute recht früh wach und hab mal gedacht, oh, zock mal ein bisschen, jawohl, hau mal raus. Auf jeden Fall grüß dich, mein Guter. Wie geht's da? Kelvin, hör auf die... Oh. Ah, das geht nochmal nicht. Ja, du musst dich mit diesem Trick behelfen. Ja, mit diesem, ja. Genau. So. Dann geht's auf einmal, dann ist er einfach da. Ja, ich geh mal ein paar Äste schlagen. Oh, ich krieg nochmal was. Ein Eichhörnchen, lieb. Ah, apropos Eichhörnchen, wir wollten ja was futtern. Ich mach mal Feuer an. Ich bin übrigens ein bisschen verletzt, ja, weil sie bringt nur noch dir. Ja, ich habe so rumgeritt vorhin im Wald. Vielleicht war ja doch mehr, wie ich da verrohrt habe. Und das, wo ich dich angefeuert habe. Hallo auch ans Weibchen. Schöne Grüße vom Simon. Hallo, schöne Grüße zurück. So, da komm, dann ich hau mal was drauf. Ich habe leider nur einen Bildschirm. Also, wenn ihr mir was schreibt, kriege ich das auch. Nee, da komm doch raus aus dem Feuer. Bist du doof? Jetzt steht sie im Feuer. Ich kann es nicht ändern. Komm her, Madel. Ich schreite dich. Wenn er gerade nicht Klamotte geht. Ey, jetzt rennst du schon nochmal durch. Hau ab. Ey, weil du so eine Tür dahin gemacht hast. Die will jetzt immer durch die Tür gehen. Ist das Fleisch jetzt? Wann ist denn das gut? Behalt du es, Mom, auch. Ich schleppe. Ich kann es nicht aufheben, da jetzt. Ich kann dir es geben. Ja, das wäre nett. Ich hätte ein Hungerchen. Jetzt trink doch auch. Warte. Trinken, ah. Moment, wo bist du dann? Komm her. Ja. Ich bin hier. Wie war das? QR. Ah, so? Haha, Knollenblätterpilz, will stehen. Ein paar Handgranaten. Wo ist denn das Fleisch jetzt, Addo? Guckt Fisch. Metroid Prime Remastered, das war ein nice Spiel, ja. Gut, ich habe mir gerade Metroid Prime Remastered geholt. Bestes Gamecube-Spiel, geil. Ja, das will ich irgendwann auch noch mal zocken, das Prime Remastered. Sieht echt geil aus. Das, das war damals schon ein geiles Spiel, aber das Remastered sieht echt gut aus. Ich wollte auch tatsächlich irgendwann sowieso mal wieder die Prime-Reihe zocken. Und jetzt als Remastered, warum nicht, ne? So bei Gelegenheit würde ich das mal tun. Erstmal machen wir jetzt mal in Ruhe Harry Potter fertig. Das Dead Space flieht auch noch bei mir rum. Das habe ich angefangen, aber nie mehr weiterspielen konnten irgendwie, weil, ja. Da haben wir mit Harry Potter angefangen. So, und da wir beides für die Xbox nur haben, ist die dann immer belebt. Momentan. Deswegen muss ich ganz schnell es Hogwarts durchspielen, damit ich endlich im Moment Dead Space weiterspielen kann. Weil Frau wollt Hogwarts. Schnecki, sei doch nicht so lebensmüde. Jetzt renn doch nicht schon wieder da am Feuer rum. Genau, huck dich. Tut da nicht weh. Ne, das doch geht nicht.
Samus Mega. Der Samus Aran, der Arsch von Nintendo. Definitiv. Das ist der Arsch von Nintendo. Es gibt doch kaum was heißeres, jetzt ohne Witz, wenn so richtig heiße Cosplayerinnen so ein Samus Aran Ding anhören. Very nice. Gehen bei jedem Mann direkt, bei jedem Gamer-Nerd gehen dir direkt die Fantasien los. Alter, brutal. Da brauchst du keinen Mann Sinn. So. Ja, oder nee, was liegt denn hier? Achso, das ist der ganze Schammers, den wir abgerissen haben. So, jetzt haben wir gleich genug Boden, würde ich sagen. Erstmal. Was Quidditch fehlt, ist doof. Ich bin tatsächlich um Quidditch nicht böse, aber es hätte eigentlich Müsse drin sein. Sind wir mal ganz ehrlich. Quidditch hätte Müsse drin sein. Ja, eigentlich hätte so ein Minigame schon. Wie bei Final Fantasy oder so, hätte Quidditch müssten dabei sein. Wie heißt das bei das Ball bei Final Fantasy X? Blitzball, genau. Das hätte eigentlich müssten so was Minimäßiges drin sein. Ich mag's ja noch, also. Blitzball mochte ich ja auch nicht, aber es gehört eigentlich normal in die Spielerin. Stimmt schon. Und Quidditch zu Hogwarts, also jetzt bitte, ne? Eigentlich gehört's dahin. Warte. Sollen wir mal Wände anfangen zu bauen? Ja. Ich weiß es nicht, ob das gehen wird. Warte, ich versuche noch was. Weil... So überdachter Ingang? Ja, Moment. Ich weiß es halt noch nicht, aber ich glaube, das geht. Ich kann jetzt, glaube ich, nämlich hier... Ja! Yeah. Na, jetzt haben wir eine Baumstammhöhe. Und dann können wir hier so abfallend machen und dann haben wir die Treppe hier für runter, in das Gebiet hier. Ja? Es geht ja... Oh, ich bin im Feier. Ja! Ja! Es geht mir nicht allein so. Die menschliche Fackel. Wie der Heckler damals immer. Oh. Das war schon geil, der Heckler. Der Heckler, immer in Brand hat er gesteckt, der Gute. 90% des Spiels gebrannt. Aber hier muss ein Halben hin? Hier muss ein Halber hin. Oh, zack, Ganzer. Der Ganzer? Immer noch ein Halber? Da ist ein Ganzer. Da ist ein Halber. Ich muss die Baumstämme retten, bevor es wieder alle bei der Jordan gehen. Ja. So. Und so, ja, oh, das wird gut. Da kann man so geil hier runtergehen. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall auch noch so ein abschrägendes... Oh ja, doch, das wird gut. Das wird richtig gut. Das wird gut. Komm her, mach das Ding mal halb. So. Diese Selbstmord gefährdeten Vögel in Forest fliegen sie da immer voll ins Gesicht. Ich finde die geil. So. Oh, Virginia, sie haben mir ins Ohr gestöhnt. Jetzt ja halt so abfallend, oder? Nur an dieser Stelle hier. Ja, ich hatte schon verstanden, was du meinst. Ja. Hört sich gut an. Ja, geil. Dann kann man von Haupthaus. Ja. Auf die Terrasse. Oh, ich muss immer an dem Feuer vorbeigehen. Gleich stehe ich auch nochmal in Flammen. Es wäre sinnvoll, das Feuer umziehen zu lassen, ja. Hopp. Ich komme nicht dran. Wo komme ich da jetzt dran? Aber haben wir jemand gerade zufällig im Chat, der sich mit Sons of the Forest schon ein bisschen auskennt, der mir sagen kann, wie das ist, dass ich welche von diesen Balken wegmachen kann? Wie muss ich dann bauen, dass ich hier innen nicht überall einen Balken brauche? Ah, ich habe schon gesehen, dass es geht. Es muss also gehen. Also mit diesen Querstützbalken, wie man vorhin, glaube ich, ne? Könnte das gehen, ne? Ich glaube mit diesen Querstützbalken. Aber warum kann ich jetzt hier das Ding nicht dran setzen? Was ist denn das? Ich komme nicht hin. Ich kann da jetzt gerade keinen Balken dran setzen. Ach, ich hab Palette in der Hand. Ich hab die halben Balken in der Hand. Damit kann man nichts anfangen, das stimmt. Nee, so nicht. Obwohl, doch, das könnte ich auch gerade lassen.
Oh, geil. Nö, nö, nö.